Frage stellen bezüglich der Geldschöpfung. Bis heute ist es ja so, dass die privaten Geschäftsbanken im Gegensatz zur weitläufigen Annahme das Geld aus dem nichts erzeugenden Kreditfonds, wenn sie einen Kredit vergeben. Wäre es nicht, um ein stabileres und nachhaltiges Finanzsystem zu haben, sinnvoll, dass man eine Vollgeldreform durchführen würde und die Banken zwingen würde, das Geld tatsächlich zu besitzen, dass sie aus Buchgeld dann erzeugen, anstatt dass sie es wie heute aus dem Nichts schöpfen? Na gut, es gibt ja diese Theorie, dass man möglichst keine Geldschöpfung haben sollte, um Stabilität im System zu haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir ohne Geldschöpfung den Finanzierungsrahmen, den wir heute darstellen, überhaupt nicht in die Zukunft noch gewährleisten können. Das heißt, wenn wir uns von einem System, also jetzt ganz extrem, von einem System der Geldschöpfung oder vielleicht noch weiter, was wir heute haben, ein System der Disintermediation, in dem wir die Kapitalmärkte eine große Rolle spielen und die Banken diese Intermediationsfunktion ja nur noch begrenzt wahrnehmen, stärker in Europa als in den USA zum Beispiel. Wenn wir von diesem sehr weit entwickelten System dann zu einem System kommen, das in Europa üblich ist, verbunden mit einer gewissen Geldschöpfung, zu einem System, das die Geldschöpfung ausschließen würde, bis natürlich zu einem System des Tauschhandels, dann würden wir bezüglich Wohlstandseffekten in eine ganz schwierige Lage kommen. Also die Vorschläge, die zum Teil sogar von meinem Doktorvater kommen, ich weiß das, und ich habe auch darüber promoviert, gehen natürlich sehr weit. Ich glaube auch nicht, dass das zu einer erwünschten Stabilität, Effizienz und Prosperität, man muss natürlich alles sehen, nur Stabilität, wenn Sie zum Beispiel beim Eigenkapital sagen würden, die Banken müssen 100% Eigenkapital halten, dann hätten wir kaum mehr große Volatilität in den Bankbilanzen und Steuerzahler müssten nie zu Hilfe kommen. Auf der anderen Seite muss man sich immer zwei Dinge fragen, die auch übrigens in der ganzen regulatorischen Diskussion vertieft diskutiert werden müssen. Die erste Frage ist, was ist die kumulative Wirkung all dieser Maßnahmen? Das heißt, welche Wirkung hat das auf die Verfügbarkeit und auf die Kosten von Krediten und zur Finanzierung der Wirtschaft? Und die zweite Frage, wenn man schon ökonomisch argumentiert, ist ja nicht nur die Nachfrageseite, Nachfrage können wir beliebig darstellen, es muss ja auch eine Angebotsseite. Das heißt, wer ist dann in der Lage und willens, die Angebotsseite darzustellen? Da gibt es ja eine interessante Kontroverse im regulatorischen Umfeld, in dem die Banken gezwungen werden, mehr Kapital zu halten und längere Finanzierung, was an sich richtig ist.